Sie wünschen... Gibt es wohl irgendein Verkehrsmittel, das in den nächsten Minuten abreißt? Wo ist mein Koffer? Du bist sowas von tot, du alter Wichser! Oh, mitten im Wald ein stillgelegter Bahnhof. Nein, Bahnhof. Bitte, um dich hier zu finden. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Also der alte Mann scheint tatsächlich aus dem Fenster gestiegen zu sein. Aber dann verläuft sich seine Spur. Ich kann mir jetzt leisten. Und sie wollen doch. Alan Carlson entführt wurde. Ja. Er ist unser neuer Privatchauffeur mit Auto für 100.000 Kronen. Nein, Richtung. Also Richtung Süden, da brauche ich nicht erst zu wenden. Wir wünschen einen schönen guten Abend. Vorbereitungen helfen. Scheiß drauf. Zimmer im ersten Stock und in einer Stunde gibt's Essen und ich brauche keine Hilfe. Nein, also den Alten hat man später noch gesehen, ja. An einer Tankstelle in Mjölby? Zu dritt? Mit einer Granate. Ich habe ehrlich gesagt aufgegeben, nach seinen Einzelteilen zu suchen und sprengte die Brücken als Ein-Mann-Kommando. Hiermit ernenne ich dich zu die führende Pyrotechniker des feinen Spanier. Wenn Sie das Uran in zwei Teile teilen und dann dafür sorgen, dass Sie im richtigen Moment wieder aufeinandertreffen, dann knallt es genau dann, wenn Sie es wollen. Hände hoch! Wie kann ich helfen? Mein lieber Alan, die Sache ist so. Truman berichtete umständlich davon, dass sich in China der Kommunismus unter Mao Zedongs Führung rasend ausbreite. Hallo! 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 Alan! Und was wollt ihr hier? Wir bringen die marxistische Lehren in den Iran! Oh. Vostok! Vladivostok! Richtig, Herr General, das war Vladivostok, um es korrekt zu sagen. Ich nutzte die Gelegenheit, nahm den Koffer in Verwahrung und verschwand in Bus Richtung Berung. Was ist dann passiert? Groben Züge. Groben Züge. Julius und ich haben einen gemütlichen Abend verbracht. Bis irgendwann Herr Bolzen an die Tür bolzte. Doch, wir hatten ja Schnaps auf dem Tisch. Und der Alkohol hat auch seine positiven Seiten.